Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Baldur's Gate Enhanced Edition. Irgendwie will das Schicksal heute nicht so ganz besonders, dass ich hier irgendwie aufnehme. Da hier, keine Ahnung, andauernd irgendwas dazwischen kam. Jetzt meint auch noch mein Kanarienmännchen anfangen zu singen. Egal, die Folge muss heute noch raus. Also von daher kam ja schon die letzte Woche nichts. Es tut mir auch leid, aber ich war... ja, Privatli und auch sonst irgendwie ein bisschen eingespannt und dann auch im Nachhinein so ein bisschen lustlos und ich wollte euch habe einfach keine lustlosen Aufnahmen dahin klatschen. Oh, ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, dass mein Kanarier jetzt singt. Aber da müssen wir jetzt durch, weil ansonsten müsste ich das heute schon wieder ausfallen lassen und da hätte ich ehrlich gesagt wenig Lust drauf. Was ist schon wieder Kobold? Ey, der hat die ganze Zeit gesungen. Jetzt setze ich mich ja einmal hin und fange an zu reden. Schon meint er wieder, seinen Senf dazugeben zu müssen. Da ist ein scheiß Magier. Halt. Ein Ugrillion. So, jetzt machen wir es mal hier mit Taktik, beziehungsweise ich tue mal so, als hätte ich eine. So. Ja, du kämpfst weiterhin da hinten. Du kannst versuchen, den Ugrillion da umzuhauen. Oder du versuchst auch den Lendarm einfach mal umzuhauen, der uns hier alle mit diesem scheiß Kugel, ich glaube einfach nur Blitz heißt der Zauber, versucht umzuhauen. Oh, ich muss mal hier, zauen. Wo ist Musik? Nee, ganz ausstellen will ich sie jetzt nicht, aber hier mal wirklich auf Minimum. Ich finde, weiß nicht. Irgendwie empfinde ich die nur noch als nervig. So, er hat Ländern schwer verletzt. Das gefällt mir natürlich. Angosch kommt da unten klar. Du kannst versuchen, auf den Ugrillion zu feuern. Ebenso du. Mal überlegen, ob ich irgendwas zaubern sollte. Vielleicht sollte Rassad nicht unbedingt in den Nahkampf gehen. Das wollte ich jetzt nicht. Du kannst von hier versuchen, den zu treffen. Ach, Dorn hat den Magier umgehauen. Sehr schön. Und Rassad hat all seine Wurfpfeilchen aufgebraucht. Was nicht schlimm ist, denn wir haben ja noch genug Wurfpfeil. Zack. Ja, hier ein. Und weiter geht's. So, brauchst du eine Heilung, eine leichte Wundheilung? Ja, kann man mal machen. Ich habe eine neue Maus. Eigentlich ist das sogar eine bessere Maus wie die ich vorher hatte, aber irgendwie ist die ganz schön langsam. Ach, jetzt wieder die 10.000 Pfeile. Oh, der sammelt sie ja alle einzeln auf. Inventar schon wieder voll. Das ist echt das Einzige, was ich hier wirklich extrem lästig finde, weil es auch irgendwie einfach doof gelöst ist, anders kann man es nicht sagen. Also jetzt für 2013 oder wann das rausgekommen ist, da hätte man das schon ein bisschen besser organisieren können. Sie hat jetzt voll viele Feuerpfeile. Feuerpfeile plus 2 sogar. Also sollten wir mal stärkere und vor allem magische Gegner finden, beziehungsweise Gegner, die durch magische Waffen nur verletzt werden können, dann sind wir doch gut gerüstet und du lootest jetzt einmal diesen Zauberer und ich habe jetzt gefragt, dass du hier lootest. Oh, hat der mich erschreckt. Ach du Scheiße, das kann man nicht mit mir machen. Winzlinge wollen mit mir kämpfen? Gut. Vielleicht sollte man scheinbar erst nach Galle kämpfen. Ich sag mal Islay. Bin aber bei Draken sagen. Würde Angosch einen diplomatischen Weg vorziehen? Ich weiß gar nicht mehr. Weiß gar nicht mehr, was ich über Angosch Erschaffung überhaupt gedacht habe. Aber der ist neutral gut, vielleicht. Ach nee, ich will den eine reinhauen. Hier werdet ihr keinen Frieden finden, Ogre-Parasit. Wenn nicht wir, so wird jemand anders kommen, um euch Einhalt zu gebieten. Haha, ich weiß Bescheid. Sind schon viele vor euch gekommen, die jetzt tot sind. Es werden auch nach euch noch viele kommen, um den großen Bösen gegenüberzustehen, um sich und sich als Helden zu erweisen. Dummköpfe, ich werde sie alle in meine Falle locken. Ärgere die kleinen Winzlinge und reichere Opfer kommen her und sterben. Jetzt seid ihr dran. Sterbt.
Ist die Pause aktiviert? Trank der Macht. Trank der Steinwurm. Todeswolke kann ich nicht mehr mitnehmen. Jetzt warte mal eben. Trank der Macht, was kann der? ETW 0 auf 80% gesetzt, Trefferpunkte plus 20. Okay. Klingt ganz nett. Trank der Steinform. Eigenschaft der Rüstungsklasse 0, RW-Bonus minus 3. Geschicklichkeit minus 3. Nimm mal. Ich weiß gar nicht mal, was das für eine Robe ist. Immer und schaffst du es die zu, eine Blitzschutzrobe. Elektrizitätswiderstand plus 20. Was habt ihr überhaupt? Robe des bösen Erzmagiers. Rüstungsklasse 5. RW-Bonus minus 1. Rettungswürfe sind RW, ne? Ja. Du hast Robe des Reisenden. Schusswaffen. Ja. Gegen Geschosswaffen, Rüstungsbonus ist nicht schlecht. So, wie machen wir es? Ja, haut dem Ogermagus einem ins Gesicht. Bin ja nett. Und was machst du? Was kannst du überhaupt? Schreckenszauber, Magie bannen, Hast. Hätte ich vorher sprechen sollen. Unsichtbares entdecken. Strahl der Schwächung, Spiegelbill. Netz, Säurefall. Den machst du mal hier auf den Ogrillion. Mal eben kurz was nachgucken. Furchtbar leid. Aber ist auch schon geregelt. So. Ich würde sagen, wir beginnen den Kampf. Okay. Er will, dass wir sterben. Und Dawn hat Melfs Säurepfeil abgekriegt und Angrosch stirbt einfach. So muss das. Angrosch kann ich gar nicht benutzen. Ach, weil hat er einen Schreckenszauber oder was hat er auf den ausgeübt? Och, Mann. Kann ja wohl nicht wahr sein. Immerhin. Denn ich verschwinde jetzt. Und du auch. Nicht mit meinem üblichen Elan, nehme ich ab. Gib mal Dorn aus dem Weg. Der ist der Einzige, der die Lage hier noch retten kann. Oder er lässt es einfach bleiben. Blick hier gerade gar nicht mehr so durch. Versuch du doch mal einen Kobold zu erschießen, genauso wie Rassat. Kannst du noch irgendwas machen? Hast du dem Agrillion schon wehgetan? Es sieht gar nicht danach aus. Warum hast du das nicht gemacht? Mach es jetzt. Was kannst du? Flammenfall. Zeig mir jetzt schon, ob der den Tode nahe ist oder nicht. Also der ist eh nicht verletzt. Was ist es diesmal? Lohnt sich da ein Flammenpfeil? Mach's auf den Ogrillion. So, ja, Dawn kommt gut klar. Hat jetzt auch leider mehr Säurepfeil abgekriegt. Und hat den Ogermagier ganz schön zersplittet. Ach du Scheiße, Dawn. Was macht er denn? Ach, Angosch ist verwirrt. Ach so. Worum geht es diesmal? Warum sagt mir das denn keiner? Vielleicht sollten wir das auch mal eben quicksaven. Was hat er dabei? Eine unidentifizierte Kugel, Granat, Himmelstropfen und ein Krummsäbel. Krummsäbel brauche ich eigentlich nicht. Komm, das gebe ich mal dir. Den Granat auch, was nicht geht, weil dein Gepäck voll ist. Ärgerlich. Langbogen der Treffsicherheit. Den wollte ich verkaufen, aber sie kann ja keine langen Bögen benutzen. Nehme ich jetzt einfach mal an, hier Granat. So, zack.
Und dann Kugeln, 5 Stück. Kugeln plus 1. Kann man die auch hier reintun? Nee. Kugeln, Edelstein. Hier, Kugeln da. Das ist doch was für dich. Ich meine, sie hat ja schließlich eine Schleuder. Worum geht es diesmal? Oder sonst noch irgendwas? Ich nehme jetzt mal nur das Gold auf. Die Pfeile interessieren mich jetzt einfach mal nicht. Ghoulgriff. Hier kommt, nimm die Zauber. Muss ich auch noch niesen. So, die kannst du mal alle Nira geben, weil Dingens kann sowieso keine Zauber lernen. Der muss die ja alle instinktiv lernen, sozusagen, über Level Up. Da gibt es hier irgendein Todeswolke. Versuch mal, hat natürlich nicht geklappt. Blitzstrahl. Blitzstrahl hätte ich gerne, deswegen mache ich diesen kleinen Trick, den wir ja alle kennen. Weiß jetzt nicht, ob das so als Cheating schon durchgeht, aber kein Bock andauert, dann die Schriftrollen zu suchen. Zack, ach je, da hat es ja auf einmal geklappt. Wie kam das denn? Den zweithöchsten hatten wir, ne? Ich hab so ein gutes Gedächtnis. Schlaf hast du schon. Pack mal hier rein. Feuerball scheinbar auch. Und Ghoulgriff ebenso. Zeig mal überhaupt dein Zauberbuch nochmal her. Schlaf. Farbkugel, was konnte die nochmal? Stufe des Anwenders. Welche sind wir denn? 5. Was kann die auf 5? 1 bis 12 Schaden und das Ziel ist für 3 Runden benommen. Schuss auf der 3 Geschosse mit 1W4 plus 1. Also 3 mal 1 bis 5 Schaden. Magischen Geschosse sind eigentlich ein bisschen besser wie die Farbkugel. Warum habe ich die Farbkugel drin? Vielleicht bin ich auch gerade vollkommen bekloppt. Tu sie jetzt einfach mal raus. Nimm dafür noch einmal Schlaf rein. Nimm dafür noch einmal magische Geschosse und dann am besten nochmal Schlaf. Wie gesehen, bei den Kobolden ist das gar nicht mal so unnütz gewesen. Ach, das ist der Krummsäbel. Den wollte ich ja gar nicht haben. So, einmal nochmal schnell speichern und er ist immer noch nicht rasten. Denn Rast hat kein Dingens. Wir werden von einer Horde Kobolde geweckt. Zum Glück habe ich Schlaf. Ja, es wird kein schneller Tod. So, komm, beeilt euch. Das muss hier schneller gehen. Worum geht es diesmal? So, einmal schon das Gold. Und war das nicht das, der Ton für ein Level-Up? Wie ihr wünscht. Na, gib mir das Gold. Das ist gerade eigentlich das Einzige, was ich haben möchte. Dann nochmal Gold und, apropos, nochmal Gold. Ja, Angosch ist eine Stufe aufgestiegen durch einen blöden Kobold. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, ein zusätzlicher... Ich hab vergessen. Ich hab vergessen, auch da die... Ich muss doch mal... Es tut mir leid. Ich muss das nochmal laden. Ich habe auch da vergessen, die Schwierigkeit wieder runterzustellen, damit der hier volle Lebenspunkte bekommt, weil 3 Lebenspunkte ist ja total scheiße. Der kann ja durchaus mehr. Aha. Jedenfalls sind unsere verlässlichen Kobold-Freunde wieder da. Die können sich auch wieder schön schlafen legen. Und sie töten einfach mal Gorn. Warum ist Gorn jetzt fast tot? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Als ob Angolsch jetzt nicht aufsteigt. Ich muss endlich lernen, dass er nicht Islife heißt.
Wie kann ich helfen? Und warum bist du so tot und warum habe ich nichts mehr, um dich zu heilen? Das ist ja furchtbar. Gold, jetzt haben wir einfach Zauber hier. Schutz vor Bösen. Gib her. Infravision. Gut, das ist nicht so spannend. Ach komm. Wie ihr wünscht. Habe ich noch besondere Fähigkeiten, um dich zu heilen? Und oder festhalten? Ach, tatsächlich nicht. Das ist ja unglaublich. Einmal wieder hier runter. Und dann Stufe erhöhen. Jetzt kriegen wir nämlich 10. Das ist nämlich schon ein starker Unterschied. Einverstanden. 55. Kann es sein, dass ich das auch schon mal vergessen habe, das runterzustellen, dass er nur einmal 5 bekommen hat. Es scheint fast danach. Jetzt hat er 55 Leben, Dorni Maus damit abgehängt. Immer und auch. Dann schauen wir doch mal. Ich wollte gerade sagen, bin ich nicht bei dir? Wo hast du jetzt noch was erlernt? Auf der 3. Stufe. Vereinte Stärke, ja. Was gab's denn noch? Unsichtbarkeit aufheben. Tote beleben. Achso, das sind aber nur Untote. Nee, das will ich ja nicht. Unsichtbarkeit aufheben, das hat ja schon Magie bannen. Magie fehlwirken. Nee, nicht so spannend. Lähmung aufheben, kann sogar nützlich sein, genauso wie Krankheit heilen. Heiliges Zerschmettern. Der Zauber öffnet eine energetische Verbindung zwischen allen Wesen im Wirkungsbereich und der positiven Ebene. Aus diesem Grund werden nur böse Wesen durch den Zauber geschädigt. Sie erleideten 1W4 Schadenspunkte je Stufe des Anwendens. Beim erfolgreichen Rettungswurf wird der Schaden halbiert. Wesen, deren Rettungswurf scheitert, erleiden nicht nur den vollen Schaden, sondern werden auch für eine Runde geblendet. Er kommt darauf an, was für eine Glyphe der Abwehr. Schmalenbrück oder Truhe. Kenne ich aber auch noch aus Neverwinter Nights 2. Fluchbrechen. Bereich der frischen Luft. Ach, damit wird, das ist sozusagen Windstoß, den Druiden können. Ich würde einfach sagen, nochmal eine mittelschwere Wunden heilen. Was soll der Geiz? Speichern nochmal und ich versuche nochmal zu rasten und zwar nicht mit R. Es hat sogar geklappt. Sehr schön. Hier die Goldmünze noch mit. Gepäck ist voll. Was denn auch sonst? Wo wären wir denn, wenn das Gepäck nicht voll wäre? So. Also wenn ich weiter mit dem Tempo hier spiele, dann wird das Let's Play 10.000 Folgen haben, weil ich überhaupt nicht vorankomme. Hab ich vorher auch schon so langsam gespielt? Oder mache ich das erst jetzt, um euch zu ärgern? Pfeil. Der ist scheinbar so besonders, der kann doch niemals immer unidentifizieren, aber es ist nur ein einziger doofer Pfeil. Von daher bringt mir das ja kaum was. So. Gehe ich denn jetzt noch lang? Hier unten hin vielleicht mal? So. Ja, komm. Jetzt kullen die da alle rum. Wird denn noch ausgelassen? Oder habe ich tatsächlich alles hier erkundet? Das vermag ich mir kaum vorzustellen. Da ging es mit einer Treppe noch nach oben. Da ginge es nirgendwo hin. Aber da ist doch ein Ogryllion, der einmal freundlich Hallo sagen möchte. Wir haben freundlich zurückgehallot. Und nehmen seinen Wasserstern mit. Klingt immer so episch, Wasserstern. Nee, den will Immerun haben. Was soll ich denn Pfeil nicht einfach wegwerfen? Gorions Brief. Tu noch mit hier rein.
So. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Ich habe die Schwierigkeit aber wieder höher gestellt, ja. Steigt denn noch irgendwer in naher Zukunft auf? Ah, bei Rasat kann man jetzt nicht von so naher Zukunft sprechen. Ach, Immun dauert 3 Jahre. Du dauerst auch noch ultra... Okay, ihr dauert alle noch ultra lange. Hätten wir das dann auch geklärt. Da liegt noch der Kampfstab von den ollen... Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Lemnam oder so. Da irgendwas noch, konnte man da irgendwo her? Hier konnte man her. Weiß jetzt gar nicht, ob das Sinn macht. Aber bevor ich da jetzt was mega Geiles übersehen habe, wie zum Beispiel Excalibur oder die Komplettlösung, da möchte ich da doch lieber nochmal nachgucken. So. Höchstwahrscheinlich befindet sich jetzt hier auch nur ein wütender Ogrillion, der uns das Gesicht einhauen möchte. Weil er uns doch so hässlich findet. Aus seinen Augen vollkommen nachvollziehbar. Da hätte man auch noch hergekonnt. Ich glaube zwar nicht, dass das hier irgendwo noch stark hinführt. Ein Skelett? Oh, doch gut, dass ich hier... Schlag mich nieder. Nehmt die Rüstung zurück. Rüstung und toter Ritter. Dann hauen wir dich doch mal um. Meine Dorn ist richtig gut dabei. Aber wir schaffen es irgendwie nicht so ganz. 65 Erfahrung. Alte Rüstung. Und ein Speer. Alte Rüstung, Gewicht 15. Okay. Dawn, möchtest du dir den mal eben in die Hosentasche stecken? Kann man die überhaupt... Ich soll es vielleicht speichern, bevor ich das versuche. Nicht, dass sie irgendwie verflucht ist, aber kann man die anlegen? Falscher Gegenstand. Jetzt haben wir eine alte Rüstung. Die ich verpasst hätte, wäre ich jetzt nicht mehr hierher gegangen. Hat sich ja dann doch noch gelohnt. Meine Güte, ist das verwinkelt hier. Zum Glück muss ich da nicht im echten Leben durch. Ich glaube, mein Abenteuer wäre da... Yarazad, lauf bis nach da hinten in die Falle rein. Ey, du bist doch sowas von bekloppt. Ach, er hält ihn schon wieder automatisch. Oh, ich glaube, ich sollte das abstellen. Ich glaube, das ist gefährlich. Also ich muss sagen, ich bin da... Überlegen hier wieder alle Zauber rauszunehmen, weil ich benutze ja eigentlich gar nichts anderes wie die... Skript war das, ne? Ja. Teilt sich, wenn sie angegriffen wird oder Feinde sieht. Was habe ich denn bei Dorni eingestellt? Skript. Kämpfer aggressiv. Ja, komm. Kriegst du jetzt auch. Skript. Kämpfer. Priester. Der Priester spricht keine Zauber aus, es sei denn, er wird in einem Fernkampf verwickelt, setzt er Gegenschlag mit Geschosswaffen an. Der Nahkampf greift an. Ich habe keine Geschosswaffe, aber eigentlich klingt das gar nicht so schlecht. Ich glaube, das habe ich im Moment ausgewählt. Mit Angriffszauber. Nee, komm, ich mache einfach den Kämpfer aggressiv. Wie kann ich helfen? Das scheint mir jetzt einfach das logischste Skript zu sein. Ach, da war doch nur die Falle. Warum war da eigentlich eine Falle? Ich meine, da ist ja gar nichts. Hätte die irgendwie woanders hingemacht. Ich meine, wenn ich so um eine Ecke schaue, sehe so... Da ist nichts. Stopp! Das ist ja ein komischer Kauz.
Immon, wie geht das nochmal? Hier Fallen entschärfen. Bam, hat's hingekriegt. Auch da, warum mache ich da eine Falle hin? Ich meine, ich gehe da rein, sehe, oh, ja, super, Gang zu Ende und dann gehe ich wieder zurück. Dann gehe ich ja nicht weiter. Die war ja wieder richtig am Ende des Ganges. Falle zugeschnappt. Guck gar nicht mehr erst hin. Ich habe so sehr Angst vor den Fallen. Ich kann nicht mehr hingucken. Aber was ist denn das für ein Labyrinth? Das ist ja echt, bin gerade erstaunt, dass ich es geschafft habe, relativ schnell den richtigen Weg zu finden. Habe ich dir das nicht gerade ausgestellt, dass du dich automatisch heilen sollst? Und das Dumme ist, ich kann eigentlich schon wieder rasten. Der ist nicht ausgestellt? Doch. Scheinbar kann ich es nicht verhindern. Quick Save und ich raste einmal. Was sogar ohne Probleme geklappt hat, was nochmal einen Quick Save verlangt. Wie ihr wünscht. Geht doch mal weiter da vorne hin. Oder lasst es halt einfach bleiben. Achso, die haben alle nur auf Angosch gewartet. Den alten Zwergenhaudigen. Der eigentlich... Ah! Wer seid ihr denn schon wieder? Weil das Geräusch ist voll laut. So war es und so ist es. Zusammen angreifen, zusammen fallen. Bruder, Verräter, vollendet den einen zusammen frei. Das hat doch was mit der Geschichte zu tun, die uns der Bade erzählt hat. Die Gruppe hat einen Gegenstand eingebüßt. Ah, die Rüstung bestimmt, die wir dabei hatten. Oder? Hat Dorne jetzt. Haben wir 1500 Erfahrung gekriegt. Und neuer Tagebucheintrag. Das ist nicht das Tagebuch. Das ist das Tagebuch. Die Feuerweinruinen. Die Jäger, denen wir begegnet sind, schlug vor, wir sollten uns bei den Ruinen der Feuerweinbrücke nach Abenteuern Ausschau halten. Nee, geisterhafte Ritter. Die gespenstischen Ritter waren dankbar, die alte Rüstung zurückbekommen. Nach dem, was sie sagten, vermute ich, dass sie nun endlich von ihrem uralten Fluch befreit sind. Jeden Tag eine gute Tat. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das war zwar jetzt so Zufall. Inwiefern haben die sich jetzt viel ausgewirkt? Oh ja. Rassat dürfte bald wieder aufsteigen. Vielleicht gewinnt er ja ein bisschen Intelligenz dazu. Oder generell irgendwie nützliche Kampffähigkeiten wie Immunität gegen kritische Treffer. Oh, das wäre etwas... Oh, das könnte er so super gebrauchen, weil der kann ja keinen Helm tragen als Mönch. Deswegen ist er ja hier immer ziemlich schnell weg vom Fenster. Frag mich, was passiert wäre, hätte man die ohne die Rüstung angesprochen. Ob die dann so gesagt hätten, so ey, wir suchen so eine Rüstung. Oder ob die gesagt hätten, ihr da, ihr seid scheiße, wir töten euch jetzt. Und dann hätten die uns niedergemetzelt. Ich bin so doof, dass es weh tut. Ja, man kann ihm das nicht abstellen, dass der automatisch heilt. Das ist ja echt nervig. Zumal, weil der direkt hier diese mittelschweren Wunden heilen Zauber benutzt, die ich gar nicht benutzen will. Die ich mir eigentlich beim Kampf aufbewahren will. Weil die halt voll gut heilen. Mit leichten Heilzaubern, das ist im Kampf zu langsam. Von der Heilung her. Du Schlaumeier, wo läufst du denn her? Gott, ich tue einfach mal so, als wäre das normal. Kann man da raus? Nee, sah gerade so aus, als wäre so ein Ausgangssymbol gewesen. Da kann man nicht hin. Jetzt auch irgendeinen Gang ausgelassen. Den habe ich ausgelassen. Da ist bestimmt auch wieder nur eine Falle drin, die ich nun reintappe und endgültig sterbe. Weil das die super derbe Feuerballfalle ist. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich prophezei es auch noch. So. Das ist ja ein komischer Körper. Denn
jetzt. Imon. Imon und Rassat, ihr könnt doch beide Fallen finden. Stell dir mal einen Versuch, das. Es klappt sogar. Imon, entschärfe bitte diese Falle für mich. Es hat sogar geklappt. Die gibt nur 40 Erfahrungspunkte, die hat uns alle weggeümmelt. Geht ihr mal ruhig weiter voran. Aber hier ist auch wieder nichts. Hier ist nur der Gang mit dieser Falle. Interessant. Schaffen die es eigentlich, den Weg hier hinten hinzufinden? Es scheint tatsächlich so. Bin hellauf begeistert. Hier die ganzen Bögen von den ganzen blöden Kobolden, die wir umgeümmelt haben. So muss das. 20 Lebenspunkte, 36. Ach ja, ich finde es so ein bisschen der Umstand. Ich weiß gar nicht, habe ich bestimmt schon letzte Folge gesagt, wenn, ja, tut's mir leid, dass ich mich wiederhole. Aber es ist so ein bisschen ungewohnt von so einem Spiel wie Drakengesang, was im Kampf so sehr viel auf Mikromanagement und so setzt, dann auf so ein Spiel zurückgreifen, wo man im Kampf eigentlich außer mal ein paar Zauber sprechen oder andere Gegner anvisieren, kaum was machen kann. Und hier ist auch noch nicht mal so wichtig, ist, sich wirklich bei den Gegnern aufzuteilen, es sei denn, man will bestimmte ausschalten. Bevor sie weiterziehen können. Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern. Oh, Rassat! Du kannst am schnellsten laufen, aber bist am langsamsten. Ihr seid ein absonderliches Volk, das ihr euch hier herumtreibt. Bist denn du? Was in allen neuen Höhlen macht ihr in meiner Wohnung? Ich weiß nicht, warum ihr hier seid, aber allen Annahmen über die Gastfreundschaft von Halblängen gelten nicht für mich. Wenn jemand bei mir einbricht, töte ich ihn. Irgendwie riecht es in eurem kleinen Loch nach Kobold. Ich frage mich, woher das kommt. Ich dachte, Halblinge hassen Kobolde. Oh je, jetzt habt ihr mich ertappt. Ja, ich habe die Kobolde in unser nettes kleines Dorf gelassen. Es ist nur schade, dass ihr das niemandem mehr erzählen könnt, weil ihr sterben werdet. Gut, dass wir noch gar nicht im Dorf waren. Und ihr steht natürlich alle denkbar scheiße. Ich tu's. Ja? Immo, du kannst schon versuchen, von der Treppe den abzufeuern. Du versuchst ihn zu töten, du auch. Und Jenkal ist dem Tode nah. Das bedeutet nochmal lila. 219 für den Wicht. Also, warum hassen Halblinge eigentlich Kobolde so sehr? Hassen nicht Zwerge auch? Also generell diese ganzen kleinen Völker nicht Kobolde? Ja, scheinbar geben wir immerhin keine Antwort darauf. Kleiner Schild, hell. Jetzt ist die Musik noch lauter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Ist eine Geheimtür. Ah. Sehr interessant. Die Geschichte des Nordens 5. Die Geschichte der roten Raben. Hab ich mal Da weiß ich auch nicht mehr, wie das war. Hatte ich gesagt... Ach, schade, ihr könnt nicht hier rein. Ja? Hatte ich gesagt, ich mache hier Lesefolgen oder hatte ich gesagt, hier mache ich es nicht? Da ist nichts drin. Das ist verschlossen. Immon, komm her. Schloss geöffnet, sehr schön. Ihr braucht nur zu fragen. Angrosch, guck mal nach. 85 Gold und ein Dolch, den brauche ich jetzt nicht. Aber schau doch mal hinter der Geheimtür nach. Geht's da nach... Durch die sind wir doch reingekommen. Wie ihr wünscht. Oder nicht? Wo geht's denn dann hier? Nur zu fragen. Ah, es geht noch ein Stockwerk höher. Wie ihr wünscht. Komisch, dass wir die Geheimtür entdecken, wenn wir doch schon lange drin sind. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. Also Bailoff. Ja? Geh von dem Schrank weg. Da ist aber nichts drin. Und da sind 13 Gold drin. Wo kommen wir jetzt raus, wenn wir hier rausgehen? Jenka als Haus. Ihr braucht nur Wo sind wir?
das das Halblingsdorf? Dieses Skalken? Es scheint fast so. Hier haben wir ein Haus. Brechen wir doch einfach ein. Scheint eine... Ist das eine Taverne? Alvanhenda. Reden wir doch einfach mit dem. Hä? Was ist das denn? Noch mehr kühne Narren unterwegs zu einer Prügelei? Hä? Wer ist denn nun schon wieder? Noch mehr von diesen Rittern ohne Furcht und Tadel, die sich ihre Tracht Prügel abholen wollen? Ich nehme an, ihr braucht eine Heilkur oder sowas, wodurch wieder gerade gerückt wird, was ihr euch bei euren Abenteuer verbogen habt. Nun, die Ernährerin ernährt und die Ernährerin beschützt. Aber passt hübsch auf, dass in nächster Zeit keins von ihren Werken Schaden nimmt. Wir würden gerne sehen, was ihr anzubieten habt. Aber nicht mit Angosch, weil Angosch ist furchtbar uncharismatisch. Wir nehmen den, doch unglaublich gut aussehenden Dorn mit seinem Charisma. Wie viel hat er? Charisma 17. Und sagen Hallo. So. Hört doch mal alle auf zu reden. Okay, nur heilen. Heiltrank. 20 Mal. Kauf doch mal 10 Stück davon. Ja. Formelstein zu Fleisch. Soll ich mir davon auch mal welche holen, damit wir vielleicht zu diesen... Also den Basilisken rüber können. Ich weiß es ja nicht. Der ganzen Heiltränke hängst du dir auch mal an den Gürtel. Wolfsumhang. Träger kann sich auch Wunsch oder ein Wolf verwandeln. Ist ja geil. Seit wann habe ich den denn? Ach, ist das schön, hier wieder alles neu zu entdecken. Wo sind wir hier? Versucht, Schritt zu halten. Scheinbar eine... Ah, hier ist auch eine Geheimtür. Ach, und hier kommen wir auch zu dem Feuerweinbrück. Ist ja interessant. Versucht, Schritt zu halten. Aber wir kommen nur... Kommen wir nur hin? Nee, kommen auch wieder zurück. Ist ja cool. Hat was. Komisch ist irgendwie aber, dass wir auch durch die Feuerweinbrücken erst Zugang hierzu erhalten haben. Von daher irgendwie komisch, dass man scheinbar hier eine Quest bekommen hätte, da hinzugehen. So. Kann man hier im Norden raus? Ja. Dann nehmen wir den Ausgang noch einmal direkt mit. Dorn, komm hierher. Mein Gott, wie gemütlich die hier immer alle rumlatschen. Ach so, nee, von hier aus. Hier waren wir scheinbar schon mal. Da waren wir noch nicht. Warum waren wir da noch nicht? Da ist der Mantelwald, Ulcaster. Durlaks Turm ist, glaube ich, richtig schwer, weil ich das richtig in Erinnerung habe. Als ihr es euch vorstellen könnt. Was haben wir hier? Dorf Galliken. Schön. Da haben wir auch eine freundliche Kuh. Uns kann nichts passieren. Tempel und Winzerei. Vielleicht mal. Ach, Lila heißt gar nicht. Heißt Lila Geheimgang? Waren das Geheimgänge, die wir entdeckt haben, oder waren das einfach nur ganz normale, ganz normale Türen? Weiß gerade gar nicht. Hier haben wir ein kleines Haus. Fühlt man sich ja fast direkt wie bei Herr der Ringe. Auch wenn ich es an sich immer doof finde, wenn irgendwie immer alles mit Herr der Ringe verglichen wird, im Literaturbereich zumindest. Da wird ja in der Fantasy-Literatur eigentlich immer der Vergleich dazu gezogen. Obwohl mittlerweile wird es ja eigentlich fast mehr zu Game of Thrones, beziehungsweise das Lied von Eis und Feuer. Sind gute Bücher meiner Meinung nach. Also ich hätte die ersten 5 gelesen. Aber ich finde sie jetzt auch, jetzt mache ich mir bestimmt viele Feinde,
finde jetzt aber auch nicht, dass es die beste Fantasy-Literatur, die es hier gegeben hat, ist. Von daher, ja, finde ich das auch da immer ein bisschen übertrieben, dass man immer alles damit vergleichen muss. Jetzt habe ich gegen das Mikrofon geschlagen, das ist natürlich äußerst doof. Warum mache ich sowas? Tja, scheinbar habe ich Aggressionsprobleme. Geschichte des Schattentals. Geschichte des Mondes. Ich glaube, ich habe mich mal darauf geeinigt, dass ich hier keine Lesefolgen mache. Ich glaube, irgendwas war da. Jetzt, wo ich die 10.000 Bücher hier wieder finde. So, können wir mit der Kuh reden? Nee, die Kuh ignoriert uns einfach. Ist ja ganz schön gemein. Halblingsmann. Ich wünschte, ich hätte meine alte Tabakspfeife. Ja, wir lassen die Ruinen so, wie sie sind. Wer ist der Dümmere? Der eine, der müßig in seinem alten Stuhl sitzt und sich die Sonne ins Gesicht scheinen lässt? Oder aber der andere, der sich schindet und plagt, ob das er eines Tages im prächtigen neuen Stuhl werde sitzen können? Uff, das überlasse ich Angosch. Bei solchen Rätseln war ich noch nie gut. Wen wundert's? Halblingsmann, aber hier niemand irgendwie mit Namen. Halblingsfrau? Suche ja irgendwem, dem wir sagen kann, so, ey, wir haben eure Dingensplage gelöst, die ihr uns gegenüber noch gar nicht erwähnt habt. Wir sind voll toll. Bitte beschenkt uns. Ist nichts drin. Ach komm, die einfachen Häuser muss ich ja jetzt nicht ausrauben. Du siehst wichtig aus. Gandola Glücksfuß. Ja, mit so einem Namen kann man ja auch nur wichtig sein. Sehr erfreut, Reisender. Gandola Glücksfuß steht zu euren Diensten. Angosch, ich habe gehört, dass ihr die Ruinen der Feuerweinbrücke von den Kobolden befreit habt. Gut, dass du unseren Vornamen kennst. Die werden unser kleines Dorf nicht mehr belästigen. Ich möchte euch zu eurer guten Arbeit beglückwünschen. Alle hier sind euch überaus dankbar für eure Hilfe. Nehmt dieses Geld als Zeichen unserer Dankbarkeit. Wow. 250 Gold. Eure Dankbarkeit hält sich tatsächlich sehr in Grenzen. Halblingsmann. Erfahrungspunkte wären mir tatsächlich lieber gewesen. Ist hier sonst irgendwas Wichtiges? Scheinbar nur die Goblin-Plage. Dann schauen wir mal, was hier sonst noch so alles um Galleken herum ist. Da sind wir schon mal hergelaufen. Dann sind wir rechts schon mal rausgegangen. Kam man da irgendwo hin? Ah! Hab ich mich jetzt erschrocken? Kobolde. Was ist es diesmal? Leg ich die doch einfach mal schlafen. Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. So, oder? Ja gut, das war jetzt, es war jetzt tatsächlich nicht so nötig. Schutz vor Bösen. Ja, damit kannst du schon. Dann, weg damit. So, mal gucken, wo wir deine Roben verkaufen können. Generell mal wieder irgendwie ein bisschen verkaufen wäre scheinbar nicht schlecht. Halblingsmann, du stehst hier so draußen. Hast du irgendwas Wichtiges zu sagen? Mag sein, dass jenseits unseres geliebten Galleken reiche Schätze zu finden sind. Doch Dalilia, die Ernährerin, gibt uns, was wir brauchen. Wozu nach mehr streben? Aber wenn man schon alles hat, was man braucht, kann ich das durchaus verstehen. Jetzt geht die Kampfmusik nicht mehr weg, aber wir... Ätzend. Aber wir haben sowieso nur noch eine Minute, da lade ich dann nicht extra neu. Ist euch die Musik eigentlich auch zu laut oder geht's nur mir so? Also ich finde die halt vor allem in Kämpfen extremst laut und auch ehrlich gesagt ein bisschen penetrant und nervig. So. So, den ruhigen Soundtrack, den normalen, den finde ich in Ordnung.
ist halt schlimm, wenn die Kampfmusik nicht aufhört. So, was jetzt aber aufhört, ist diese Folge. Wir haben ja tatsächlich mal ein bisschen was jetzt hier geschafft bekommen. Ist doch interessant. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder als Let's Play Baldur's Gate, die Enhanced Edition. Und bis dahin, macht's gut.